Moin miteinander. Hallo Leute, neuer Teil. Heute geht das Ding in die Reinigung. Ja, es ist halt alles ein bisschen schmutzig, ölig, dreckig. Ja, da hat der Zahn der Zeit dran genagt. Es ist natürlich ein Arbeitsgerät gewesen. Besonders der Bereich der Achsen, es ist alles voll mit Lehm, bisschen Öl und Co. Das habe ich jetzt ja schon ein paar Wochen vor mir hergeschoben. Ja, mit der Reinigung müssen wir sehen, wie wir das machen. Anhänger-Kupplung wird gebaut, der Deutz kommt jetzt vor, jetzt werde ich den ganzen Krempel verladen, dann geht's weg, dann kommt es wieder und dann hoffe ich, dass das Ding sauber ist. Und in der Zeit, ja, genau. Seid ihr noch, hallo, seid ihr noch da? Hi, hallo? Hört ihr mich noch? Hallo? Da seid ihr wieder. Ja, was für eine komische Störung. Keine Ahnung, was da los war. Auf alle Fälle, ja, Karre soll gereinigt werden und... Was ist das denn? Hä? Lack ab. Schmutz runter. Was ist... Ja. Was soll ich denn sagen, Leute? Was soll ich denn sagen? Wir haben ja gesehen, es waren Haufen Schmutz und Öl und Schnoddel und Lehm und Dreck. Da wurde es gerade sauber gemacht mit einem Warmwasser-Hochdruckreinigungsgerät. Ja, ich glaube, so ist die richtige Bezeichnung. Heißwasserkelcher, ja, es ist markenbezogen und heiß gibt es nicht. Es gibt nur warm. Ich muss sagen, das, was ich bislang gesehen habe, ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Also... Es muss schon mal richtig Kohle reingegangen sein. Es ist ja ein Tauschaggregat, das haben wir ja gesehen. Er lief ja nur auch, ja, original Mercedes-Benz Tauschaggregat. Nummer kann man jetzt so nicht gerade sehen. Der scheint hier 65 reingekommen zu sein. Hier ist eine Nummer eingeschlagen, 65. 2000 Stunden gelaufen. Die Pumpe sieht aus, als wenn sie neu kam. Also selbst die Dichtung hier hinten drin, hier, da, die ganzen Dichtungen, alles, was man sieht, es sieht alles sehr, sehr, sehr fit aus. Und selbst Bereiche, wo haben wir es denn gesehen? Hier Getriebedeckel, ne, hier die kleinen Kupferscheiben, ich glaube, man sieht es gar nicht, die sind noch so blank. Da muss mal richtig Geld reingegangen sein. Ich weiß nicht, ob das Ding direkt bei Mercedes war, ob was die da machen lassen haben. Selbst die Zapfhellen hier mit den Schrauben, da sind Schrauben drin, sieht man das? Ne, die sind keine 70 Jahre alt, das sind neue verzinkte Schrauben. Auch der, wo waren das? Irgendwas hatte ich hier gesehen. Typ. Irgendwo. Was, hier am Getriebe? Klar, Schubraummanschetten und so, das ist halt alles durch. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Wo waren das? Auch hier Seiten. Auch hier die da, die waren das, die Dichtringe. Die sehen einfach fit aus. Und irgendwo war hier eine Schraube, die war los, wo ich mir so dachte, warum? Ja, es muss einiges dran gemacht worden sein. Geil. Also die Achsen, die Bremse, der hat ja schon die Gusstrommel drauf, keine Blechtrommel mehr. Die Achsschenkel hat alles so ein bisschen unterschiedliche Farbe jetzt. Den Kelch habe ich hier auch nicht volles Brett reingehalten. Da ist so ein bisschen, ja, Respekt wegen der Technik gegenüber, das ist klar. Die Ölwanne, das sieht alles super aus. Mann, was wollte ich denn jetzt gerade zeigen? Wo ist es denn hin? Auch hier der Antrieb für die Sperre. Auch das ist schon eine andere Farbe. Das ist so olivfarben. Man weiß es nicht. Was haben die da verbaut? Wann wurde es verbaut? Auf alle Fälle wurde einiges gemacht. Hier, die war auch lose. Hier diese kleine Schlitzschraube. Und ich glaube, irgendwo hatte man das vorhin gesehen, war der hier auch getrennt. Das heißt, klar, neuer Motor. Ich denke mal, die Kupplung wurde mitgemacht. Das Getriebe scheint schon mal weg oder abgewesen zu sein. Das hat man hier auch in den ein oder anderen Schraubenverbindungen gesehen. Toll, also wirklich. Bremse wurde umgerüstet. Wenn das alles im einen Zuge gemacht worden ist, das heißt AT-Motor, Achsen, Bremse, Achsschenkel vorne, Einspritzpumpe, der wurde einmal komplett überholt vor 2000 Stunden. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich
habe so viel Langeweile in meinem Leben und ich habe so viel Geld über, dass wir hier jede Schraube zerlegen und einmal alles komplett auseinanderbauen. Da sehe ich keinen Nährwert drin. Überhaupt nicht. Greife nicht in ein laufendes System, der Motor läuft. Das haben wir nur gehört. Die Getriebeaussage, dass der zweite oder fünfte Gang rausspringt. Ja, so richtig konnte er mir das nicht sagen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also wird er jetzt so fertig gemacht, dass ich den fahren kann. Ja, das werde ich irgendwie vorbereiten. Hier an der Seite kommt ein bisschen Sitz rauf. Da muss ich mal sehen, ob ich mir hier irgendwas zusammenbaue, dass ich hier mit einem Art Rohr rüberkomme, dass ich hier irgendwie in diesem Bereich irgendeine Sitzgelegenheit hinkriege. Also irgendwo auf eine Bananenkiste oder hier auf dem Kasten hier, sich hier raufzusetzen und hier dann irgendwie zu fahren, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ein bisschen Sicherheit muss das schon sein, auch wenn es hier nur auf der Wiese ist. Ein bisschen vernünftig Sitz rauf. Lenksäule kommt rein, Lenkrad kommt rein, so dass man ihn fahren kann. Ne? Reifen sind platt, vielleicht kriege ich hier noch irgendwie Luft drauf. Ja, muss nicht lange sein, Hauptsache es hält. Die Kanthölzer, die kommen jetzt raus, vielleicht machen wir es gleich noch. Und der Kühler muss natürlich rein und vorher muss eine neue Wasserpumpe rein, weil diese Wasserpumpe, die ist, ja, jetzt dreht sie sich frei, aber sie läuft rau. Vielleicht bauen wir sie gleich mal ab und gucken einfach mal rein, was sie für ein Problem hat. Vielleicht reicht das für so einen Probelauf. Neu muss sie eh. Wir werden jetzt erstmal den Deckel kurz runternehmen. Ich will hier einmal kurz reingucken. Ich habe eben schon mal mit einer Hand so ein bisschen vorgelöst. Die Deckeldichtung ist auch schon echt hart. Die Karre stand immer draußen. Es wurde viel Geld investiert, aber es stand immer draußen, weil sie keinen Platz hatten, den Unimog irgendwie, ja, vernünftig unterzustellen. Es gab irgendwie keinen Stellplatz, also stand er immer draußen. Und wir gucken uns einmal kurz den Trieb hier oben an. Einmal kurz reingucken. Und dann werden wir es wieder aufsetzen. So. Der Zustand, Leute, ich bin so beeindruckt von diesem Zustand. Also ohne Witz, man könnte es echt ganz stumpf sagen. Man baut jetzt die ganzen Sachen ab und dann kannst du da Farbe raufnageln, echt? Also, oh. Na, Kollege? Oh. Na, kurz Handschuhe anziehen und dann will ich dir mal kurz einen Schlag mit der Hand geben. Ja, mit dem Schonhammer gerade mal einen leichten gegeben. Dann kann man den abnehmen. Und das hier, das ist, ja, so eine normale Ablagerung. Das ist Ölkohle. Ist normal. Ja. Sowas setzt auch die ganzen neuen Autos zu. Ne? Diese ganze Abgasrückführung in die Drosselklappe oben rein. Ich habe vorher mal einen VW CC gefahren. Also erst ein Passat CC und dann VW CC. Da hatte ich bei, ich glaube, 50.000 das erste Mal die Drosselklappe raus, weil die komplett dicht war mit dem Zeug. Ja, so, was sehen wir jetzt? Wir sehen hier einfach nur den Trieb oben. Wir haben hier unsere Ventile, Ein- und Auslass. Das wird alles einmal eingestellt. Ja, hier kann man schon mal so ein bisschen gucken, ob hier seitliches Spiel drin ist. Da gibt es so eine Hülsen für. Es ist alles tipptopp, ne? Echt. Wahnsinn. Wahnsinn. Klar, ganz leichtes Spiel. Müsste man jetzt mal 100% hindrehen. Aber wenn du alleine hier mal anfasst und die in diese Axialrichtung bewegen würdest und wenn jetzt eingelaufen wären, wird man schon spüren, ne? Wahnsinn. Also, ich bin... Ey, man muss ja auch mal Glück haben, ne? Man muss auch mal Glück haben, verdammte Naht. Der hat ja auch keinen Steg drin. Es gibt welche, die haben ja noch einen Steg zwischen. Ne? Weil das ist einfach nur so ein Blechdeckel. Und deswegen ist er irgendwann nicht mehr dicht, weil man den mit den Schrauben auseinanderdrückt. Und dann sippt hier das Öl dran vorbei. Deswegen sah der Motor auch so aus, wie er aussah. Dichtung kommt natürlich neu. Die ist knüppelhart. Den werde ich mal kurz wieder ansetzen. Und dann werden wir mal die Wasserpumpe rausnehmen. Ja, Wasserpumpe ist jetzt auch nicht das größte Kino.
Ja, ein paar Schrauben, die einfach nur rangedreht sind. Da wird einfach nur eine Dichtscheibe hinter sein. Und mehr gibt es ja wahrscheinlich nicht. Es gibt Dichtsätze, es gibt Lagersätze. Ja, ich... Eieiei. Ja, ein bisschen hin und her drehen. Die fühlt sich schon an, als wenn sie nicht will. Echt? Eieieiei. Ja, die wird mir wahrscheinlich abreißen. Die ist gut. Die ist gut. Hier nehmen wir einen Schlüssel. Ja, die geht auch. Oh, Schrauben abreißen am Motor ist immer ganz, ganz blöd. Das ist immer... Ja, die ist auch gut. Dann lösen wir jetzt erstmal alle ein bisschen an. So. Chup, chup. Na komm. Oh nö, keine Schraube abreißen, ich hab Bock drauf, echt. Komm bitte. Man kann sich immer so ein bisschen retten. Jetzt auch versuchen, dass man da so ein bisschen, ja, Flutschi reinkriegt. Ja. Mit der Hoffnung, dass das da irgendwie ein bisschen hinterläuft ins Gewinde. Dann mit einem Schlüssel Stück vor, Stück zurück. Stück vor, Stück zurück. Und irgendwie bisschen flutschig in die Gänge reinzukriegen vom Gewinde. Licht. Geht das so? Doof, ne? Na komm. So, jetzt hier hopp oder top. Echt. Entweder ab oder geht. Ich glaube, die kommt. Sehr gut. Gewinde werden wir auf alle Fälle nachschneiden, bevor wir dann eine neue reinjuckeln. Das Problem ist dieser Halter gewesen hier. Der Halter hat Spannung gehabt und drückte oben aufs Gewinde. Ja, ich werde jetzt mal die restlichen Schrauben rausdrehen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Schrauben sind raus, Wasserpumpe ist fest. So. Jetzt kann man die eigentlich so hier rausnehmen. Da haben wir dann eine Wasserpumpe, die im Regelfall immer rostig ist. Ist das ja nicht nur Zubehör oder ist das eine originale? Scheint eine originale zu sein, ja. 636 201. Da werde ich jetzt mal nach googeln oder im Internet mal schauen. Ja, Repsatz kann man machen. Mal kurz die Kamera hochdrehen. So, Repsatz kann man machen. Kostet auch nur ein Bruchteil. Ich glaube, der Dichtsatz kostet beim Mockparts, habe ich gesehen, 23 Euro. Plus die Lager bist du bei, ich glaube, Rautebaut mit allem komplett irgendwie bei 35, 40 Euro. So in dem Dreh.
Zubehör ist nicht original, ne? Das Licht wieder. Zubehör ist nicht original. Originalteile sind natürlich mal 100%. Zubehör ist halt immer eine Alternative, wo man sagen muss, habe ich da Bock drauf, reicht mir das? Für das bisschen Gejuckel, was der hier kriegt, wird eine Zubehörpumpe reinkommen. Die liegt irgendwie bei 100 Euro. Und die hier wird dann vielleicht irgendwann mal in Stand gesetzt, mit dem Repsatz eingesprüht, weggepackt. So da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Erstmal kommt eine neue rein. Ich werde mal gucken, was eine Originale kostet. Wenn ich eine Originale kriege und die liegt 20, 30 Euro mehr, nehme ich eine Originale, kostet eine Originale das Doppelte, kommt ein Nachbau rein. So, genau. Was sehen wir hier sonst so? Nicht allzu viel. Hier ist einfach nur Wasserkanal. Es ist okay, es ist ein ganz normaler Rost, der in so einem Wassersystem ist. Mehr sieht man da auch nicht. Bleibt jetzt auch erstmal offen. Ich will jetzt hier gleich mal einen Lappen reinstopfen und dann ist das gut. Jo. Also kommt in der nächsten Bestellung Wasserpumpe mit Dichtung. Der ist doch bestimmt ein Dichtring hinter, oder? Oder Dichtpappe. Hier. Ne? Dichtpappe. Kann man sich wohl selber basteln. Aber Leute, kannst du echt für 2-3 Euro stelle ich mich hier nicht hin und knüppel so eine alte Dichtung. Macht gar keinen Sinn. Deckeldichtung kommt neu. Dann werde ich jetzt bestellen einen neuen Keilriemen. Denn der hier, der ist nicht mehr so fit auf der Orgel. Ja, da kann man sich nicht mal mehr mit aufhängen. Der kommt neu. Und da werde ich mal sehen, was ich noch so alles bestelle im ersten Zuge. Bestellen tut man eh immer. Genauso wie ein Lüfterrad. Hier sind so ganz kleine Ecke rausgebrochen. Ne? Hier und hier. Schon will ich das Ding auf der Drehbank zu spannen, laufen zu lassen und hier einen Zentimeter wegzunehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kühlleistung bringt, wenn hier ein Zentimeter fehlt. Wegen den Ecken. Oder ob man sie wegschleift. Da weiß ich noch nicht. Dann bestellen. Achso, Farbe. Warum sieht die Kiste jetzt so aus? Ne? Vorher sah es ja auch nicht so aus. Das Weiße ist die Grundierung. Das ist die originale Grundierung, die ja drauf war. Auf dem Tank im Rahmenbereich. Hier ist die Farbe komplett ab. Das ist jetzt hier wirklich alles blank. Wenn ihr mit so einem Heißwasser Hochdruckreiniger mit 90 Grad auf so ein Teil geht, was dann damit, ich weiß gar nicht, was er hatte, 160 Bar oder was, oder 170 Bar, dann ist da alles ab. Auch der Lack. Also Lack, der gut ist, der bleibt drauf. Und alles, was nicht so gut ist, fliegt stumpf ab. Würde man sich bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel so einen hochleistungsangemalten Trecker kaufen, da wo alles an Farbe ganz, ganz toll aussieht, und da geht man mit so einem Kercher drauf, aus 30 cm Entfernung ist der Lack da runter. Ja, das ist, da kannst du mit entlacken. Und deswegen nutzt man sowas und schiebt natürlich die ganze Farbe, die da drauf war, schon mal mit ab. Weil was ab ist, braucht man nicht mal abschleifen. Der Tank wird auch nur geschliffen, komplett, dann wird er grundiert lackiert. Batteriekasten kommt ab, kommt neu. Können wir uns nochmal angucken. Eigentlich, ja, könnte man hier unten den Bereich rausschneiden, neues Blech anschweißen. Der ist so marode und so krumm. Da kommt ein neuer ran und fertig. Ebenso, was ich jetzt bestellen werde, was eigentlich noch komplett weit weg ist und wirklich in weiter, weiter Ferne, sind die Reifen. Ne, damals von Continental SP1 Reifen, wird nicht mehr hergestellt, wird nachgebaut. Das Problem ist wirklich, eine 80 km/h Zulassung haben diese Reifen. Der Unimog läuft 50, vielleicht 60, gut eingestellte vielleicht auch 70. Ja, 6,5 x 20 gibt es welche auf dem Markt mit einer 30 km/h Zulassung, die kommen hier definitiv nicht drauf. Und die Preise, die ziehen an. Ja, also Gas, Strom, Holz, Holzpellets, die Preise gehen so nach oben, leider auch die Reifen. Ich wollte sie vor 2 Monaten, glaube ich, schon bestellen, da lagen sie bei 360 inklusive. Mittlerweile kosten sie 350 netto. Ne? Bei manchen Händlern 440, 450 brutto. Es geht nur nach oben, Leute, es geht nur nach oben. Also werden jetzt 4 Reifen bestellt, die kommen dann oben auf den Dachboden, weil billiger werden sie nicht mehr. Da kann man von ausgehen, billiger werden sie nicht mehr.
werden wir dann sehen, wenn sie bestellt, bezahlt und angekommen sind. Dann werden wir uns mal so eine neue Pelle angucken, wenn wir sie auf den Dachboden packen. So, jetzt werden wir hier noch diese Hochleistungsschrauben. Ach Mann. So, diese Hochleistungsschrauben aus diesen Kanthölzern drehen. So, komm her. Wieder eine Hand zu wenig, ne? Eine dritte Hand beim Schrauben wäre, das wäre was Feines. Echt. Ja, stelle ich euch mal daneben. Ich weiß es noch nicht. Wie machen wir das denn? Kriegen wir es so hin? So, hier, irgendwie, vielleicht, so. Hält das? Ich weiß es nicht. So, die schrauben wir jetzt mal raus. Dann werde ich gleich mal in den Rahmen einmal runterdrücken. Die Stoßdämpfer kommen eh raus. Wollen wir mal gucken. Wie gesagt, ich wiederhole mich ja natürlich auch. Diesen Rahmen, so wie er hier steht, im Endeffekt schleifen, dann kannst du eigentlich Farbe aufknallen. Ja, machen wir natürlich nicht. Die ganzen Handbremsen, Seile und Bremskleidung, der ganze Kram kommt eh alles neu. Ja, das ist selbstredend. Die Stoßdämpfer kommen raus, die werden geprüft. Vielleicht kommen da neue Gummis rein. Wenn sie nicht mehr so doll sind, dann werden sie lackiert oder ersetzt. Aber ich bin da guter Dinge, dass so eine Anbauten eigentlich. Ah! So, guck mal hier. So. Ah, das gute Holz. Ja, bei den aktuellen Holzpreisen werden wir das jetzt nehmen. Und hier. Oh, schön. Das wird nochmal ein bisschen Wärmeleistung bringen im Winter. Ich nehme die andere Seite mit raus. Und dann werden wir mit der Kamera hier noch einmal kurz rüberfliegen. Da gibt es so ein bisschen Geschwafel und dann war das Video für heute gelaufen. Wie gesagt, bis gleich. Ich nehme kurz das Kantholz raus. Stoßdämpfer. Original hat er diese Hebelstoßdämpfer gehabt. Der wurde hier irgendwann mal umgerüstet auf, Stoßdämpfer. Gasöldruck. Ich habe keine Ahnung, ob das Gas oder Öldruck ist. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle stelle ich mich jetzt hier mal rauf mit meinem zarten Körper und wippe hier einmal. Ja, die Kamera, die macht das sehr weich. Stoßdämpfer arbeiten. Wenn keine Stoßdämpfer drin, wird das Ding hinüber die Feder rumwabbeln. Wie so ein Spielgerät auf dem Spielplatz, was so vor sich hin wackelt. Stoßdämpfer soll ja leichtgängig reingehen und beim Rausfahren die Feder bremsen. Also das heißt, er wippt schnell ein, soll aber langsam wieder rauskommen, dass das halt nicht nur über diese Feder geht. Ja, Stoßdämpfer hinten scheinen okay zu sein. Und vorne ist es nichts anderes. Wenn du hier einmal reindrückst, kann ich mich hier mal raufstellen. So. Ja. Tja, das Fahrgestell ist echt ein Glücksfund. Ne? Das Fahrgestell, ah, das ist echt schön. Ja, Plan für die Zukunft, fahrfertig machen, Lenksäule rein, Sitz rein, bisschen Wasserpumpe, bisschen Kühler. Das werden wir vielleicht nochmal irgendwann zusammen machen. Eine Runde mit fahren, gucken, testen, prüfen. Und dann werde ich irgendwann das Motorgetriebe komplett als Einheit rausnehmen. Vielleicht. Wenn das Getriebe läuft. Wenn ich hier den Deckel abnehme oder den Seitendeckel abnehme oder auf der anderen Seite mal reingucke über einen Zapfenantrieb. Und das sieht alles gut aus. Und die Zahnräder sind heile. Ich weiß es nicht. Gucken. Bislang sehr, 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 sehr zuversichtlich, was Fahrgestell angeht. Lass da mal Farbe drauf sein. Ja, 20 Stunden schleifen, grundieren, lackieren. Das Fahrgestell, das heißt die Achsen, die Schubrohre, den Rahmen. Tank wird separat lackiert. Dann sieht das schon ganz, ganz anders aus. Richtig cool. Ja, mit der Hütte hat da vor kurzem jemand kommentiert, versucht den Armaturenbrettträger zu richten oder richten zu lassen oder wie auch immer. Das Ding wird so nicht komplett beulenfrei sein und ich will den eigentlich auch ganz gerne nicht spachteln. Ne? Also man soll hier nachher auch schon irgendwelche Schweißpunkte drauf sehen. Na, es muss jetzt ja nicht gerade der Universalspachtel sein für irgendwelche Fliesen. Mal sehen, wenn das hier nachher raus ist, die Seitenbleche raus sind,
Ja, Metall ist geduldig. Klar, kann man die hier rausdengeln, ne? Muss mal sehen, ob ich hier was rüberlege und dann von innen vielleicht die Bleche rausnehmen, um da ranzukommen und dann glatt machen. Versuchen. Aber diese Kante hier, ne? Ich möchte die Nieten echt ganz gerne behalten. Das wäre schon so cool, wenn es in diesem Bereich wirklich eine Böhringer Hütte bleibt. Das wäre schon verdammt geil. Ja, heute mal wieder ein bisschen Theorie. Viel gesabbelt, das weiß ich selbst, ja. Die Karre ist sauber, das freut mich. Der Zustand ist top, das freut mich viel mehr. Ich werde jetzt wieder ein paar Sachen bestellen. Dann können wir den schon mal ein bisschen teilmontieren und dann irgendwie zum Laufen bringen. Zum Fahren. Zum Fahren bringen. Ja, sehr cool. Leute, in dem Sinne, reingehauen, ne? Klicken, klick, klick. Wir sehen uns. Ciao.